Darf ich fragen, bei welchem Titan du am meisten zu kämpfen hattest mit dem Zurückhalten von Pippi in den Augen? Das ist tatsächlich Mipha. Mipha finde ich wie sagt man dazu? Sensibelsten durch diese halt durch diese weibliche leichte Stimme. Ich weiß nicht, wie ich das er Ach, da ist der Typ. Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann. Die anderen waren zwar auch mega traurig. Herzergreifend, genau. Genau. Oh! Juliana, du hast es tatsächlich geschafft, Ruta zu besänftigen. Das ist unglaublich. Ich frage mich, ob du auch das hier schaffst. Besiege den Hinox vom Ralisteich. Oh. Gut, dann probier es mal aus. Für den Retter unseres Dorfes sollte das doch ein Spazierschwimm sein. Dann viel Glück. Link, ich habe dich falsch eingeschätzt. Der Titan war Ruta. Du meinst also, er kann auch ohne Mipha noch etwas zum Kampf gegen Ganon beitragen? Ach so, entschuldige die späte Vorstellung. Mein Name ist Giotto. Ich bin ein Historiker, der die Geschichte der Zoras erforscht und an zukünftige Generationen weitergeben möchte. König Dorophan soll diesen Gedenkstein selbst beschrieben haben, aber jetzt ist er stark verwittert. Die 10 Gedenksteine außerhalb des Dorfes dürfen sich in einem vergleichbaren Zustand befinden. Deshalb möchte ich den Inhalt aller Gedenksteine sammeln und in einem Buch zusammenfassen. Aber meine müden Flossen werden kaum zulassen, dass ich alle 10 Gedenksteine aufsuche. Das würde ewig dauern. Deshalb habe ich eine Bitte an dich, Link. Würdest du alle 10 Gedenksteine rund um das Dorf der Zoras suchen und mir ihren Inhalt mitteilen? Jawohl, ja. Die Hinoxe, das sind auch die ganz großen, ne? Oh, das wäre mir wirklich eine kolossale Hilfe. Was für eine Ehre, dass ein echter Recke mich unterstützt. Ich glaube, auf dem Gedenkstein ist auch ein Ort vermerkt, an dem ein Schatz versteckt ist. Solltest du diesen Schatz finden, so kannst du ihn behalten. Für uns Zoras dürfte er keinen großen Wert haben. Also merkt ihr, alle 10 Gedenksteine befinden sich in der Umgebung des Dorfes der Zoras. Viel Glück. Wenn ich doch jetzt davon ein Foto mache, ne? So, wie war das jetzt noch? Album? Ging das nicht so? Du konntest doch zum Beispiel, wenn du einen Pilz fotografierst, das dir auf der Karte anzeigen lassen. Ach, das geht nicht. Schade. Manchmal endlich ohne Regen hier. Was ist denn da los, hör mal? Ach so, ich wollte ja damit ja nicht kämpfen. Oh cool, eine Maxi-Rübe.
Wir können ja hier. Lol. Da ist er mir voll in die Arme gelaufen, ey. Ja, so schnell habe ich noch nie ein Wildschwein zerlegt. Danke, gut. So, ich möchte gerne noch ein paar. Lo Oh, guck mal, was wir hier haben. Ja, moin, da haben wir auch schon mal den ersten. Die Geschichte des Volkes der Zoras. Zweiter Zusatz. Prinz Sidon steckt ein Monster nieder. Streckt. Im Meer von Hateno lebte einst ein Otorok von gigantischen Ausmaßen, groß wie ein Berg. Die Fischerleute lebten in ständiger Furcht vor diesem Ungeheuer. Als Kunde von dieser Not Prinz Sidon zu Ohren kam, zog er aus, um den Oktorok zur Strecke zu bringen. So stellte er sich dem Ungeheuer und ein Kampf entbrannte. Gerade war der Prinz einem Stein, den das Biest nach ihm spuckte, ausgewichen, als es ihn plötzlich einsaugte. Mit dieser List hatte das Monster schon die Karriere zahlreicher Helden für immer beendet. Nicht einer hatte überlebt. Doch als die Zuschauer sich entsetzt abwendeten und den Verlust des Prinzen beklagten, schrie der Oktorok auf. Mit einem mächtigen Ruck brach die Spitze einer Schuppenlanze aus dem Bauch des Ungetüms hervor. Prinz Sidon hatte im Inneren des Oktoroks den Kampf keinesfalls aufgegeben. Dem Monster blieb nichts anderes übrig, als den Prinzen auszuspucken und zu fliehen, sich in Schmerzen windend. Noch heute ist die Erzählung von Prinz Sidons Heldenmut überall am Meer, von Hateno in aller Munde. Jetzt haben wir doch einen, oder? Ich will das auch können. Ich will auch eine Zora-Rüstung haben. Und auch so. Das wäre voll nice. Mann, ich hatte mal so viele Leuchtsteine. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die alle her hatte. Versteckt sich da ein Krog? Schade. Das wäre so cool, wenn man das könnte. So tschupp, 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 tschupp. So ein Wasserfall hoch. Ey, das wäre der Hammer. Mann, uns fehlen nur noch 4 Stücke.
Ist das denn wahr? Ich hatte mal voll viele Leuchtsteine gehabt. Ich weiß aber nicht mehr woher. Da haben wir die andere Zora-Rüssi her. Oh nein. Guck mal, was da aufgeht. Nochmal Schwein gehabt. Oh, der Blutmond. Bleib du weg. Die hier suchen wir. Jetzt noch drei Stück. Hör das Klettern auf. So ein Klettermaxe hier. Ja, und wie? Ich bin hellauf begeistert, dass jetzt wieder dieser blöde Blutmond kommt. Oh, guck mal, da sind Wächter. Fliegende Wächter. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Ling, sei auf der Hut. Diese Blutmonde immer hier machen nichts als Ärger. Da. Da. Nein, 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 nein. Was hast du vor, mein Freund? Meine Leuchtsteine! Die holen wir uns gleich. Ich bin über die Maßen geehrt, einen Auftrag vom großen Dorephan, dem König der Zoras, erhalten zu haben. Leider überstieg die Textmenge, mit der er mich beauftragte, das Fassungsvermögen eines einzelnen Steines. Doch sollte ich etwa die hoheitliche Botschaft gar kürzen, wie gewisse Subjekte empfahlen? Unmöglich. Ich sah mich daher gezwungen, seine hoheitliche Botschaften auf mehrere Steine, sieben an der Zahl, aufzuteilen. Und auf meine Erleuchtung, mehrere Steine anzufertigen, folgte sogleich die nächste. Ich würde zwei weitere Steine anfertigen und darauf die Heldentaten von Prinz Sidon und König Dorephan verewigen. So entstanden der achte und neunte Stein. Meine Aufgabe erschien mir endlos. Doch welcher Steinmetz kann von sich behaupten, ein solches Werk vollbracht zu haben? Eine geradezu historische Leistung eines eigenen Monuments würdig. Daher fertige ich diesen zehnten Stein an. 10 Steine unterzubringen stellte sich als gar nicht so einfach heraus. Doch jeder Stein fand schließlich seinen Platz. Nun kann ich wahrlich mit meinem Werk zufrieden sein. Schön, meine Leuchtsteinchen.
die nehme ich mit. Wenn beim Flugsprung eine Sequenz kommt, ich hasse es. Ja. So, wir haben doch jetzt schon 2, genau. War nicht hier auch irgendwo einer? Ich weiß mal, was wir machen können. Und zwar... Oh ne, warte mal. Wir müssen doch auch noch... Wo war das denn? Einmal haben wir... Warte mal, wie hieß noch die Aufgabe, Yaugi? Einmal dieser Hinox oder wie der hieß. Und diese, genau diese Erinnerung. Da sagte er doch irgendwie. Ne? Huch. Die Suzi, das ist der Suzi-Fluss. Nicht die Luzi. Genau, 8 Tafeln fehlen noch, aber wir haben doch auch hier... Oh, wo war das denn noch? Guck mal, Ruto. Wer kennt Ruto noch? Wer kennt Ruto noch? Kongolberg. Ranelle-Plateau. Da müssen wir nochmal... Ey, wieso bist du denn so gemein zu mir? Ich bin nicht gemein. Hier, da hat er dann auch gesagt, hier im Kreisverkehr die dritte abfahren und so. Mann, wo war das denn noch? Beim letzten Mal. Da haben wir noch gesagt, das mit dieser Erinnerung. Das war doch hier auch irgendwo. Luzi, Suzi. Ja. Nee, wie hieß das hier? Ach man, was ist das jetzt hier gerade? Ich habe hier gerade Krach hier mit meiner... So. Und zwar... Sollen wir doch diesen Typen da... Warum habe ich die... die Quest jetzt hier nicht drin? Mit diesem Hinox. Das war doch auch hier irgendwo. Album. Nee, aber du hast ja Schreine, Nebenaufgaben und so. Hier müsste es doch... Ah. Na, oben.
Ein kleines Riesenproblem. Ralis Teich. Wo ist denn Ralis Teich? Jabu! Da ist Ralis Teich. Scheiß Delay. Aber geil, ey, da haben wir Waruta tatsächlich schon gemacht jetzt. Das ging jetzt echt schnell. Aber letzte Woche war ich einfach, ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, weißt du, ich habe das bisher, boah, eine Markierung haben wir ja, ne? Die versuchen wir auch irgendwann mal. Ne? So bald so zu bearbeiten, was ich mir mal da gesetzt habe. So, komm. Hopp. So, da müssen wir hin, so ungefähr. Da ist er. Da ist er, der Jute. Was für Pfeile haben wir drin? Normale Pfeile, das ist gut. Und dann nehmen wir so eine Axial. Und hier. Guck mal, sind wir schon da. Guck mal, wie friedlich der schläft. Danke für das Holz, ne? Im Übrigen. Ich glaube, ich muss mal was essen, wa? Ey, tu ja nicht Yaugi weh. Ich hab nur ein Auge. Ah, schön. Aber ich muss was essen. Das gibt 6 Herzen wieder. Das gibt zu viel wieder. Das auch.
Ey, so ist der ja echt mega leicht. Hallo. Hallo. Maximale Überforderung. Ja. Was machen? Alles gut? Ja, auch bei dir. Auch. 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 Lieber Chat, Carsten ist hier gerade vor mir, also nicht richtig vor mir, aber Hast du die Kamera an? Nee, geht ja mit dem Programm nicht. Ach ja, stimmt. Geht ja mit dem Programm nicht. Schade, sonst hätte man so Kamera in Kamera-Perspektive machen können. Ja. Ja. Ich wollte nur mal anrufen und dich nerven und stören. Alles gut. Der erste Boss ist down. Der erste Boss ist down, ja super. Wen hast du denn zuerst gemacht? Den Vogelfieh oder was? Nee, Mipha. Bei den Zoras. Okay. Ah, okay, Zora. Hm. Ja. Du Schlumpf. Ja. Wie Schlumpf? Größer als du bist der Schlumpf. Nee. Ja. Ja. Rangi schreibt, sagt dem Carsten mal, er solle gefälligst seinen Arsch in den Chat begeben. Ja, ich bin noch im Chat, Rangold. Hallo. Ich hab den direkten Kontakt zum Streamer hier. Ja. Oh, wie geil. Damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet, ey. Ja, ich wollte nur mal eigentlich spontan wie immer, ne? Stören und dann wieder weg. Ja. Und dann auch wieder schön, ne? Ja. Wie ein ja, TS. Genau. Tschüss. Ja, tschüss. Jogi schreibt, er wird heute extrem gemobbt. Finde ich gut. Randgruppendissen macht immer Spaß. Oh, schön. Weiß nicht, wenn ich dazu hinhalte, kannst du das sehen? Boah. Nee. Nee, ne? Nee. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Nee, hat er nicht gesagt. Nee, ne? Auch so. Noch ein paar und, schöne Tage. Schön. Ja, ist ja nur noch morgen, da ist ja vorbei, ne? Ach, ihr fahrt Freitag nach Hause. Korrekt. Das ist dann schwer eine Woche ja, rum. Ja. Ja, krass, ne? Krass. Ja. Heftig. Ja. Ja, morgen nochmal schön klettern gehen, dann Freitag nach Hause fahren. Freitagabend, beziehungsweise Nachmittagabend halt einkaufen, Wäsche machen, bla bla bla, alles was man so erledigen muss. Und dann wird Samstag der Stream vorbereitet für Sonntag, nice Scheiß. Nice oder Scheiß und ja, dann nice Scheiß ist auch gut. Alles was Scheiß ist, nice und alles was nice ist, Scheiß und man muss immer das Gegenteil sagen von dem, was man eigentlich meint. Ja, damit verwirrst du dir überhaupt nicht.
überhaupt nicht. Nö, und dann, ja, Sonntag, dann freue ich mich wieder auf die Leutchen, ne? Ja. Cool. Ja. Ja. Dann habt morgen noch einen schönen Tag. Soll ja schön knacke heiß werden. Hier ist sowieso schon die ganze Zeit. Es sollte eigentlich Sonntag gewittern, Montag, Dienstag Regen. Regen ist gar nicht gekommen. Gewittert hat es auch gar nicht. Ja, hier auch nicht. Also hatten wir durchgehend Sonne, Minimo. Ich glaube, das niedrigste Temperatur war 23 Grad. Ansonsten immer drüber. Mhm. Ja, war echt gut. Also wettertechnisch Bombenurlaub, muss man sagen. Carsten hat eine rote Stirn und eine rote Nase. Sag die mit den roten Armen und dem roten Gesicht. Ach ja. Gut, so, dann viel Spaß beim Stream. Schönen Grüße an den Chat und ich bin raus, ne? Alles klar. Tschüss. Tschüss, ihr beiden. Tschüss, schön. Schönen Tag morgen noch. Eine gute Heimfahrt. Ja, ne? Fahr vorsichtig.